Ja, heute Nacht, gegen Mitternacht, eigentlich ist der Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Münchberg Süd und Gefrees auf der A9. Ein Mann aus Duisburg war mit seinem PKW unterwegs und war im Begriff, mehrere LKWs zu überholen. Er benutzte hierzu die linke Spur der dreispurig ausgebauten Autobahn. Aufgrund der schlechten Straßen- und Witterungsverhältnisse kam er jedoch mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, schleuderte nach rechts und konnte, obwohl er noch alles versuchte, sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen. Die Folge war, dass er direkt vor einen LKW fuhr und der LKW aus Spanien, der mit Glas beladen war, konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Anfänglich gingen wir davon aus, dass es Verletzte gegeben hat bei dem Unfall. Deshalb ist also BRK mit an die Unfallstelle beordert worden. Im Nachhinein hat sich glücklicherweise herausgestellt, dass niemand bei dem Unfall verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich ungefähr auf 14.000 bis 15.000 Euro. Ja, bei den hiesigen Witterungsverhältnissen ist es ganz einfach. Man muss langsam und vorsichtig fahren und, wie es immer so schön heißt, den Witterungsverhältnissen angepasst. Wie bei dem Unfall kam aller Voraussicht nach der PKW ins Schleudern, drehte sich und der LKW-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen.